Hi und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Mein Name ist Stefan, ich freue mich, dass du wieder mit am Start bist und heute gibt es endlich Episode 15 von der 5 Minuten Raw Challenge. Viel Spaß! Für diejenigen unter euch, die jetzt noch nicht wissen, was dieses Format eigentlich ist, in der 5 Minuten Raw Challenge hast du die Möglichkeit, mir deine Raw-Bilder zuzuschicken und ich habe dann 5 Minuten Zeit, um diese bestmöglich zu bearbeiten. Natürlich 5 Minuten, das ist eigentlich nicht die Bearbeitungszeit, die man normalerweise hätte bei einem Foto, aber darum geht es hier auch nicht, sondern es soll so ein bisschen mehr um das Entertainment gehen. Du kannst natürlich auch eine Menge dabei lernen, hoffentlich, aber wie gesagt, es ist wahrscheinlich nicht einmal am Ende das 100% beste Ergebnis. Wie dem auch sei, diese Episode wird gesponsert von Epidemic Sound. Epidemic Sound ist eine Plattform, wo man Musik sich herunterladen kann, lizenzfreie Musik für seine Videos, die man zum Beispiel erstellt. Und ihr habt die Möglichkeit, 30 Tage das Ganze kostenlos zu testen. Ihr könnt dort also auf die gesamte Plattform zugreifen und alle Musik so oft herunterladen, wie ihr möchtet. Und wenn es euch dann gefällt, könnt ihr dann dort auch etwas käuflich erwerben bzw. ein Abo abschließen. Der Link dazu, den findet ihr unten in der Videobeschreibung. Das heißt, wenn ihr nach Musik sucht für eure Videos, dann seid ihr bei Epidemic Sound auf jeden Fall richtig. Ich habe hier zwei schöne Bilder rausgesucht und das erste hier ist ein Bild von einem Leuchtturm. Das ist eine Langzeitbelichtung, sieht man sehr gut an den Wolken, die hier so mitgezogen wurden und auch hier natürlich an den Büschen. Ich würde sagen, lass uns direkt mal anfangen. Ich packe jetzt 5 Minuten auf die Uhr und sage, los geht's. Also, ich würde das ganze Bild ein klein bisschen von der Belichtung her aufhellen, denn man sieht jetzt hier am Histogramm, dass es so einen kleinen Tick noch nach links verschoben ist. Ja, so reicht das schon vollkommen aus. Und jetzt haben wir hier natürlich so ein paar Stellen, wo die Sonne den Leuchtturm trifft, die man noch so ein bisschen abdunkeln kann. Dafür werde ich jetzt hier die Lichter ein bisschen runtersetzen. Vielleicht auch noch so ein bisschen die Weißwerte. Ja, das sieht schon so ganz gut aus. Und ja, die Tiefen kann man eigentlich noch ein bisschen aufhellen hier, damit man ein paar mehr Details noch hier in den Schatten bekommt. Und dafür würde ich auch die Schwarzwerte so ein klein bisschen wieder runtersetzen, damit man hier ein bisschen mehr Kontrast drin hat. Apropos Kontrast. Ja, den würde ich natürlich hier auch noch ein bisschen hochstellen auf ungefähr plus 10. Und jetzt würde ich mal noch so ein bisschen an der Farbigkeit arbeiten, denn mir ist das Ganze hier von der Tonung her so ein bisschen zu sehr magenta-lastig. Also ich würde das eher so ein bisschen Richtung Grün wieder verschieben hier. Ja, ich stelle es mal auf 0 und auch die Temperatur, müssen wir mal gucken, ob man da so ein bisschen weiter Richtung ins Bläuliche noch geht. Ich denke, so gefällt es mir von der Farbigkeit einfach besser. Ich mache mal ein ganz kurzes Vorher-Nachher. Ja, das ist was mir so besser gefällt eigentlich. Ein bisschen Klarheit kann man dazu geben in das Bild, ja, so plus 9. Ein bisschen Dunst entfernen kann hier auch noch mit dazu. Und ich würde es insgesamt von der Sättigung einen kleinen Tick runternehmen, ungefähr minus 7 und dafür ein bisschen mehr Dynamik noch reinhauen. Ja, dann habe ich hier, denke ich mal, ein ganz gutes Ergebnis. Was ich jetzt hier so sehe, das scheint mir auch so ein bisschen hier so ein Geisterbild zu sein. Ich weiß nicht, ob hier eine Person durchgelaufen ist. Das gefällt mir jetzt persönlich nicht so gut. Wobei man jetzt hier sagen muss, in den 5 Minuten würde ich das jetzt nicht schaffen, hier gerade in Lightroom das zu beheben. Darauf werde ich mich jetzt erstmal nicht konzentrieren. Worauf ich mich aber konzentriere, ist hier, dass wir in der Gradationskurve hier noch so ein bisschen arbeiten, ein klein bisschen mehr Kontrast hier noch aufbauen, indem ich hier so eine leichte S-Kurve setze. Das heißt, ich dunkle hier also meine dunklen Bildbereiche ein bisschen mehr ab und hebe meine hellen Bildbereiche hier noch ein bisschen an, kriege damit also ein bisschen mehr Kontrast. Die Schwarzwerte hier, die werde ich auch noch mal so ein bisschen anheben, damit diese Schwarzwerte hier so ein bisschen, ja, mehr so ins Dunkelgrau gezogen werden. Das ist ein ganz cooler Effekt, so ein kleiner Matt-Effekt ist es am Ende, der mir ganz gut gefällt. Ich muss auch immer noch sagen, von der Tonung her gehe ich sogar hier noch ein bisschen weiter Richtung Grün. Ja, also ich setze das Ganze mal so auf minus 10. Ich denke, das sieht so besser aus. Dann gehe ich mal hier in die HSL-Farbtabelle rein, denn hier können wir mit den Farben noch ein bisschen weiterarbeiten. Ich werde mal hier als erstes mich so ein bisschen um das Blau kümmern. Ja, also ein bisschen ins Positive ziehe ich das Ganze hier, die Grüntöne ziehe ich hier so ein bisschen ins Negative. Und dann muss man mal sehen, hier das Magenta ziehe ich mal so ein bisschen weiter Richtung Rot noch, das Lila auch so ein bisschen weiter Richtung Magenta. Und das Rot an sich kommt ein bisschen mehr Richtung Orange. Gelb geht ein bisschen weiter Richtung Orange und Orange ein bisschen. Ja, jetzt muss man, hier muss man sich jetzt entscheiden, das ist nämlich ein sehr großer Faktor. Ja, also ich würde es auf keinen Fall hier zu weit Richtung Rot schieben, sondern eher ein klein bisschen weiter Richtung Gelb. Also plus 7, plus 8 ungefähr.
Ja, das gefällt mir so ganz gut. Ein bisschen mehr Sättigung ins Blau hätte ich gerne. Deswegen packe ich das hier noch so ein bisschen mehr mit rein. Die grünen Werte können noch ein bisschen angehoben werden. Die Rotwerte nehme ich ein bisschen runter und auch die Orangewerte nehme ich ein bisschen runter. Und Magenta und Lila will ich eigentlich komplett runternehmen. Denn das war hier immer noch so ein bisschen vorhanden in dem Bild. Ich mache jetzt nochmal ein kurzes Vorher-Nachher. Ja, also wir haben im Endeffekt bisher nur an den Farben gearbeitet. Ich werde das ganze Bild mal noch ein bisschen schärfen hier mit einem Betrag von 80. Mit gedrückter Alt-Taste kann ich das Ganze hier so ein bisschen maskieren, dass ich auch wirklich nur die Kanten schärfe. Und in die Objektivkorrekturen gehe ich auch noch rein. Ja, chromatische Aberration kann ich noch entfernen. Auch das ist eine Sache, die man eigentlich immer machen sollte. Ich gehe mal hier noch ein bisschen in die Detailtonung rein und schaue mal, was ich hier noch erreichen kann. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel die Lichter noch so ein bisschen Richtung Gelb färbe, ich halte hier übrigens die Alt-Taste dabei gedrückt und dann kriege ich hier auch immer die Sättigung zu 100% angezeigt. Ja, das ist hier was mir auf jeden Fall gut gefällt. Also hier die Sättigung in die Schatten werde ich auf jeden Fall mal ziemlich reinballern. Hier habe ich einen blauen Farbton genommen, die Sättigung auf 20 gestellt und hier bei den Lichtern packe ich mal die Sättigung so auf ungefähr 10. Das gefällt mir so schon ganz gut. Dann werde ich eine kleine Vignette um das Bild noch herum machen. Und ich habe jetzt nicht mehr viel Zeit, eine halbe Minute noch, aber so ein paar kleine Lichtspots kann man hier noch setzen, einfach um das ganze Bild ein bisschen interessanter zu machen. Ich werde also die Belichtung hier mal ein bisschen nach oben drehen. Klarheit und Dunst entfernen kann hier noch mal ein bisschen raus. Ja, aber so ein paar kleine Lichtspots einfach. Das kann ich auch noch mal duplizieren. Hier zum Beispiel auch noch mal ein bisschen auf den Leuchtturm packen hier oben. Ein bisschen kleiner machen. Und dann bin ich hier auch schon fertig, beziehungsweise die Zeit ist abgelaufen. Ja, also jetzt sind die 5 Minuten um. Das ist jetzt das, was ich mal in diesen 5 Minuten hier rausgeholt habe. Es ist diesmal nicht ganz so viel wie sonst. Ja, das ist das Vorher, das ist das Nachher. Also ich habe hier hauptsächlich an den Farben gearbeitet. Aber ich denke mal, ja, es ist trotzdem ein ganz schönes Ergebnis geworden und es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr schönes Foto. Das muss man ja mal sagen. Ich blende dir hier jetzt auch nochmal die Details ein. Also dieses Foto wurde mit 16 mm aufgenommen. 96 Sekunden wurde belichtet bei einer Blende 5 und ISO 250. Und ja, das ist hier also das fertige Foto, so wie ich es bearbeitet habe. Sehr schön, lass uns gleich zum zweiten Foto übergehen. Das ist das zweite Foto hier. Auch ein sehr schönes Foto, schöner Sonnenuntergang, schön dramatisch hier mit dem Himmel. Ich würde sagen, 5 Minuten auf die Uhr gepackt und los geht's. Das Erste, was mir hier sofort auffällt, ist, dass dieses Bild schief ist. Deswegen werde ich jetzt hier als Erstes mal das Bild ein bisschen drehen. Das kann ich entweder hier mit der Maus so machen oder aber ich nehme hier das Winkelwerkzeug und werde jetzt hier einfach mal an dem Horizont eine Linie ziehen und dann wird dieses Bild automatisch begradigt. Jetzt kann ich mir mal gleich noch Gedanken machen, ob ich den Horizont unbedingt in der Mitte behalten möchte oder ob ich hier vielleicht das Ganze noch so ein bisschen kroppe. Gerade hier so im Vordergrund ist ja nicht so viel los eigentlich. Da kann ich das Ganze vielleicht hier noch ein bisschen kroppen. Dann habe ich ein bisschen mehr Himmel drauf und das Ganze wirkt ein bisschen spannender. So, jetzt gehen wir aber hier rein. Die Farbtemperatur würde ich mal noch ein bisschen weiter nach oben packen, wobei nicht zu doll. Ja, so ungefähr 4780, das passt ganz gut. Und die Tonung vielleicht noch ein Stückchen weiter nach oben, dass wir hier so ein bisschen mehr Magenta mit drin haben. Aber wie gesagt, nicht zu viel. Das können wir hier noch mal ein bisschen mehr betonen, dann im Himmel. Von der Belichtung her passt es schon ganz gut. Ich werde jetzt hier nur so ein bisschen die Tiefen aufhellen, die Lichter noch ein bisschen abdunkeln, damit wir hier noch ein paar mehr Details drin haben und ein bisschen mehr Zeichnung. Ja, und dann kann ich jetzt hier die Schwarzwerte ein bisschen runterregeln, die Weißwerte ein bisschen nach oben regeln, sodass wir hier das Histogramm auch wirklich voll ausschöpfen. Ja, die Weißwerte natürlich nicht zu weit nach oben, plus 25, plus 24 so. Sollte hier ausreichen. Ein bisschen Kontrast insgesamt kann ich noch ins Bild packen, um das Histogramm hier noch so ein bisschen weiter auseinander zu ziehen. Klarheit möchte ich hier nicht dazugeben. Das Bild wirkt schon relativ klar. Ja, also wir haben hier schon sehr viele Strukturen in den Felsen drin. Deswegen brauche ich das nicht. Ein bisschen Dunst entfernen kann ich hier noch mit reingeben. Ja, man sieht, man kriegt noch ein bisschen mehr Kontrast und ein bisschen mehr Farbigkeit in das Bild. Das gefällt mir so schon ganz gut. Was mir auch auffällt natürlich, wir haben hier den Sonnenuntergang in der Mitte. Also das ist der hellste Punkt im Bild. Das ist schon mal ganz gut. Wir haben hier auch ein paar schöne führende Linien, die in das Bild reinführen. Wir haben hier allerdings an den Seiten relativ starke Abschattungen. Und da weiß ich jetzt nicht ganz genau, ob das irgendwie entstanden ist durch einen Filter. Ich sehe jetzt hier Belichtungszeit 30 Sekunden. Also ich kann mir vorstellen, dass hier ein ND-Filter verwendet wurde. Und wenn der das Ganze hier natürlich ein bisschen verursacht hat, dann ist das hier auch eine Begründung dafür. Aber da probieren wir mal gleich noch das Ganze so ein bisschen zu kontern.
Von den Farbtönen hier in der HSL-Farbtabelle werde ich jetzt das Ganze noch ein bisschen einstellen. Das Orange geht hier so ein bisschen mehr noch Richtung Rot, die Gelbtöne hier so ein bisschen mehr noch Richtung Orange. Ja, das kann ich hier auch von der Sättigung noch ein bisschen stärker machen hier natürlich. Also gerade die Warmfarbtöne möchte ich hier noch ein bisschen betonen. Das Blau möchte ich ein bisschen rausnehmen. Ja, das ist mir fast ein bisschen zu viel hier. Genauso das Lila, das Magenta, Aquamarin, das kann alles so ein bisschen in der Sättigung ein bisschen weiter runter. Von der Luminanz her werde ich jetzt hier mal auch noch die Gelbtöne und auch die Orangetöne so ein bisschen dunkler machen, einfach damit wir hier ein bisschen mehr Details wieder drin haben. So gefällt mir das schon ganz gut. Die Objektivkorrekturen werde ich natürlich noch einrichten, die chromatischen Aberrationen noch entfernen. Und ich werde jetzt insgesamt hier mal einen kleinen Verlauf erstellen, weil das hier gerade auf der Seite, ist es schon ein bisschen merkwürdig, dass es so stark abgedunkelt wird. Deswegen werde ich das an der Stelle hier ein bisschen aufhellen. Ich werde also hier die Klarheit mal zurücksetzen, auch Dunst entfernen zurücksetzen. Mache ich hier nochmal mit der Tastatur. Den Kontrast natürlich auch rausnehmen und dass ich hier wirklich nur die Belichtung so ein bisschen konter. Und ich glaube, wenn ich hier das Ganze um 0,5 Blendenstufen aufhelle, dann sieht das hier ganz gut aus. Jetzt wirkt das Ganze wieder so ein bisschen ausgeglichener einfach. Sehr schön. Auch hier gehe ich nochmal in die Teiltonung rein, werde jetzt hier die Lichter auch nochmal so ein bisschen einfärben. In ein schönes Orange-Gelb hier, das kann man noch so ein bisschen testen. Die Schatten werde ich mal hier in so einem Aquamarin einfärben. Ja, und jetzt, ja, jetzt hat das Bild auch schon gleich ein bisschen mehr Farbigkeit, ein bisschen mehr Detailreichtum. Das gefällt mir gut. Ich werde auch hier wieder eine kleine Vignette um das Bild herum bauen, aber so halt, dass sie ausgeglichen ist. Ja, jetzt nicht, dass du dich wunderst, dass es hier auf der Seite auch wieder dunkler wird. Natürlich wird es jetzt auf der Seite auch wieder dunkler, aber der Vorteil ist jetzt, dass wir das auf allen Seiten hier gleich dunkel haben. Also, das sieht gut aus und jetzt werde ich mal gucken, auch hier wieder mit meinem Radialfilter werde ich jetzt hier noch ein bisschen quasi mit Licht malen, den Kontrast und so, das nehme ich ja alles wieder raus, aber hier ein paar kleine Akzente noch auf die Berge setzen und ich nehme nicht nur ein bisschen Belichtung rein, sondern ich werde auch noch ein bisschen Temperatur reinnehmen hier. Man muss immer aufpassen dabei, dass man das nicht zu doll macht. Hier an der Stelle ist es mir jetzt schon ein bisschen zu doll. Ja, also da packe ich das wieder ein bisschen runter. Ich dupliziere das Ganze nochmal und packe auch nochmal einen hier drauf, dass wir hier einfach ein paar mehr Details noch auf den Bergen drauf haben. Das gefällt mir ganz gut. Ja. Und Objektivkorrekturen haben wir schon drin. Ich muss natürlich das ganze Bild noch schärfen. Hier auch hier wieder der Betrag von 80 mit gedrückter Alt-Taste. Kann ich das Ganze maskieren und ich sehe gerade, die 5 Minuten sind um. Ja, also länger darf ich jetzt hier nicht bearbeiten. Hier auch nochmal das Vorher. Und so sieht es jetzt danach aus. Ja, einfach ein paar kleine Anpassungen gemacht. Ist jetzt nicht die Welt, aber ich denke mal, auch bei gerade bei solchen Bildern, die einfach schon von vornherein einfach was hergeben, die muss man gar nicht mehr großartig bearbeiten. Da reicht es, wenn man ein paar kleine Anpassungen macht in der Belichtung, in den Schatten und so weiter. Und dann hat man hier ein tolles Ergebnis. Also, das waren 2 weitere Bilder in der 5 Minuten RAW Challenge. Ich hoffe, es hat dir wieder gefallen und du konntest ein bisschen was mitnehmen. Wenn dem so ist, kannst du gerne einen Daumen nach oben geben. Und falls du noch Fragen hast oder Anmerkungen, einfach unten in die Kommentare damit. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Also abonniere den Kanal, falls du es noch nicht getan hast, denn dann verpasst du keine weiteren Videos mehr. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß beim Fotografieren und Bildbearbeiten. Eine schöne Weihnachtszeit. Du kannst auch auf meinem Online-Store mal vorbeischauen. Da gibt es aktuell eine Weihnachtsaktion, 20% Rabatt, wie gesagt, auf meine Videotrainings. Schau da einfach mal vorbei und ich würde mich freuen, wenn wir uns dann wiedersehen. Also, bis dahin, ciao!